Hi Leute, ich bin's Albert von wpearea.de und in diesem Video sehen wir uns Cortana für Android an. Das ist eben jene durchgesickerte Version, die eben jetzt aktuell im Internet zum Download verfügbar ist, und wir haben uns die auch direkt auf unseren Nexus 5 hier installiert und schauen uns mal an, was diese Version alles kann und auch im Vergleich zu Windows Phone. Der Vergleich mit Windows 10 ist jetzt direkt nicht möglich, weil einfach Cortana auf meinem Lumia 735, wo ich Windows 10 eben aktuell drauf habe, nicht funktioniert. Auch nicht wegen der Verbindung direkt, sondern weil die Sprache nicht unterstützt wird aus irgendeinem Grund und auch die Sprachen einfach nicht heruntergeladen werden wollen. Aus irgendeinem Grund. Also ich muss noch herausfinden, wieso. Und sollte das dann irgendwann möglich sein, sobald das funktioniert, werde ich dann auch ein kleines Vergleichsvideo machen. So, dann starten wir mal gleich Cortana. Ein, wie ich finde, sehr hässliches Logo. Wenn man hier beispielsweise den weißen Hintergrund hat, ja, das hätte nicht sein sollen, aber Microsoft steht eben auf diese viereckigen Icons unter Android. Also sie haben es wirklich bei allen ihren Apps, also hier bei den Office-Apps merkt man es, und auch jetzt bei Cortana ist es so. Schade eigentlich, und ja, jetzt fangen wir mal gleich an mit der Einrichtung. Also hier wird gleich mal erklärt, was ein persönlicher Assistent ist, einmal ganz kurz. Dann die Nutzungsbedingungen werden wir einfach gleich abnicken. Dann hier eine kleine Erklärung, was Cortana eigentlich so macht. Und jetzt können wir auch wirklich mit der Einrichtung beginnen. Meinen Namen hier eingeben. Okay. Und was bekommen wir dann als nächstes? Okay, die Anmeldung. Jetzt werde ich mich mal hier mit meinem Microsoft-Konto anmelden. So. Dann wäre auch das schon erledigt. So, jetzt werden ein paar Daten heruntergeladen, eben die mit meinem Microsoft-Account eben verbunden sind. Und dann haben wir das auch schon, also ist auch relativ flott gewesen. Hier haben wir meinen aktuellen Kalendereintrag, dann auch Trending Stories, also die aktuellen Nachrichten, empfohlene Nachrichten aus Bing eben, dann auch die Top-Headlines des Tages und auch meine Watchlist über eben die aktuellen Aktien und auch das Wetter bei meinem aktuellen Ort. Und das ist jetzt doppelt drin, vielleicht ein kleiner Fehler, und auch ein Filmtrailer, den ich vielleicht sehen möchte, eine Lokalempfehlung, die mit 2 Sternen bei Yelp jetzt auch nicht unbedingt die beste ist, wenn man dem vertraut. Und es sieht jetzt auch wirklich sehr ähnlich aus wie unter Windows 10. Das kann ich auch jetzt schon vorzeigen. Also wenn man jetzt die beiden Versionen vergleicht, dann sieht das alles schon sehr ähnlich aus. Also hier oben das Hamburger-Menü, das ist right hier, und sieht auch nur anders aus, weil eben hier ein links ein IPS-Display ist und rechts ein AMOLED-Display. Ansonsten sind die beiden Versionen auch sehr ähnlich, und ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr. Was natürlich jetzt bei Windows Phone nicht da ist, wäre Notizbuch Reminder, also das heißt die Erinnerungen, weil einfach hier Cortana nicht eingestellt ist oder eingerichtet ist. Und ja, Notizbuch, da schauen wir gleich mal rein. Hier haben wir eben einerseits über mich, das heißt, hier haben wir die App-Infos, das heißt die aktuelle Versionsnummer, Datenschutzerklärung, dann mein Profil, also das Microsoft-Profil eben einrichten. Auch eine Info zum Windows Insider-Programm, also das finde ich ganz interessant. Hier wird eben erklärt, dass Cortana für Android noch in Arbeit ist und sie funktioniert also als ein Companion zum Windows 10 PC, also zu Cortana am Windows 10 PC eben. Und ja, wenn man hier auf Next geht, dann kommt man eben zur Windows Insider Seite, und auch man kann sich hier abmelden, falls man Cortana mit einem Microsoft, also mit einem anderen Microsoft-Konto verwenden will. Und dann als nächstes haben wir die Reminders, das sind also die aktuellen Erinnerungen, die werden wir dann auch noch gleich ausprobieren. Das Menü erinnert jetzt auch ganz stark an Windows Phone, wenn man sich hier ansieht. Also hier unten links haben wir die 3 Buttons. Und hier eben den Plus-Button zum Hinzufügen einer Erinnerung eben. Und dann noch das Feedback, also das heißt quasi wie bei den Windows Insider, das Insider-Hub, wo man Feedback zu Cortana hinterlassen kann. Was mir jetzt persönlich deutlich mehr gefällt bei der Android-Version ist, dass man jetzt das Hamburger-Menü einfach so reinwischen kann, im Vergleich zu Windows Phone, wo das eben nicht möglich ist. Das kann man auch jetzt schon demonstrieren. Hier
Das heißt, hier geht das gar nicht und hier kann ich das einfach reinswipen und das gefällt mir auch persönlich sehr viel besser als unter Windows Phone, dass es eben bei Android geht. Ja, und dann probieren wir mal aus, was Cortana jetzt sprachlich so drauf hat. Ich muss euch jetzt gleich mal sozusagen warnen. Es ist eben nicht auf Deutsch. Cortana funktioniert aktuell auf Android nur eben auf Englisch und deswegen werde ich auch quasi englische Befehle sagen müssen, damit sie das auch versteht. What's the weather like today? The forecast shows sun with a high of 33 and a low of 21. Also, die Wetterprognose funktioniert ganz zuverlässig und ist auch ganz einfach wie unter Windows Phone. Ganz normal eben nach dem Wetter gefragt und sieht auch ganz gut aus, funktioniert auch ganz gut und ja, muss auch funktionieren. Also das sind wirklich Grundkenntnisse sozusagen, die Cortana drauf haben muss. Versuchen wir mal etwas Komplizierteres. Can you convert that in Kelvin? Here's that temperature in Kelvin. Und auch das geht ganz gut. Ich denke auch, dass Folgendes funktionieren müsste. What is 3 meters in feet? 3 meters is approximately 9.84 feet. Okay, also auch Längen kann man konvertieren und dann kann man auch dann direkt hier ändern. Hier seht ihr auch das alte Android-Menü, also das habe ich zuletzt auch erst bei Android 2.3 gesehen, oder? Das ist wirklich unglaublich, dass das noch da drin ist. Und ja, also funktionieren tut das Ganze schon. Sie kann auch Witze erzählen, da werden wir mal gleich was ausprobieren. Tell me a joke. What do you call two crows on a branch? Attempted murder. Okay, also Witze erzählen kann sie auch, also wirklich tatsächlich alles wie unter Windows Phone. SMS senden geht auch, soweit ich weiß. Das können wir auch gleich ausprobieren. Send a text to Sarah containing Hi, what's up? Okay. Also man kann schon mal SMS versenden, man kann auch anrufen. Call Sarah. Great. Let me call Sarah Ambrose. Okay, das würde jetzt auch funktionieren. Also Anrufe kann sie. Was sie nicht kann, ist einerseits Mails versenden. Das wird unter Windows 10 mit Cortana unter Windows Phone eben auch möglich sein. Was Cortana unter Android aber nicht kann, das ist eben ein Feature, das zumindest auch in Deutschland nicht verfügbar ist, also noch nicht verfügbar ist, das ist eben, dass Cortana aus Mails Infos oder aus Nachrichten Infos ausliest und diese dann quasi zur Verfügung stellt. Beispielsweise Tracking-Nummern von Paketen und dann auch wirklich sagen kann, wo sich das letzte Paket befindet. Das kann Cortana einfach aus Mangel an diesem Zugriff auf andere Apps nicht unter Android. Das ist auch selbstverständlich, weil eben Cortana lediglich eine App ist tatsächlich und auch nicht ins System integriert ist. Also das wird auch vermutlich nie funktionieren, außer Microsoft findet irgendeinen Umweg, das serverseitig zu lösen. Und ja, ansonsten wirkt Cortana insgesamt auch sehr, sehr fertig und auch stabil. Also da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Die Android-Version funktioniert sehr gut und ich freue mich auch wirklich darauf, wenn dann Cortana auch für Android verfügbar ist, auch wenn für viele von uns das bedeutet, dass die Hölle praktisch gesehen zufriert. Ja, und das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und falls ich es irgendwie zusammenbekomme, dass ich unter meinem Lumia 735 Cortana zum Laufen bekomme, dann kommt auch noch ein Vergleichsvideo mit Windows 10 und Android. Also was Cortana da besser kann, was es schlechter kann auf den jeweiligen Versionen. Und ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.